Ich hätte mir von allem nochmal Kopien machen sollen. Achso, hab ich ja. Wo ist denn jetzt hier... Da. Ist das wieder die Süße? Wie war der Kaffee-Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Hm. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Bye, bye. Beunruhigend, dass nicht mal unsere Arbeitsplätze sicher sind. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Hey, versprochen. Hey, bleib doch mal stehen. Dich. Siehst nett aus. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Ich versuch's ja. Ach komm. Gehen eher alle nicht mit mir. Leck mich doch. Ich habe 2 von 33 Computern gehackt. Ich könnte jetzt theoretisch, glaube ich, hier in der Firma durch die Räume gehen und sämtliche Computer hacken, aber ich will das eigentlich gar nicht. Sample 17. Ich habe kein Interesse, französische Computer zu hacken. Hi, Baby. Ja, absolut. Geil, oder? Oh, okay, cool. Ja, ja, Sascha, mega cool, eigentlich. Interessant. Okay, genug Pause gehabt. Getting weird around here. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Überanstrengen? Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Ist die um einen Schwung, ey? Oh. Nassau-Bahamas, Juli 1718. Die Medizin ist damit wohl angekommen. Versuchst du deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Captain Semmelrocke ist wieder da. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du willst es gerade mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Ach du meine Güte, was steht denn da alles? Ach je. Ich fürchte, Nassau braucht erneut meine Hilfe. What a strange fellow. Nicht wahr? Was ist hier los? Oh Gott. Sie kommen. Meine einzige Unterstützung ist Captain Semmelrocke. King George ist unsere Sperenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Parley? Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Kartons. Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Pfah. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Er hat noch nicht gerufen schon. Ach nee, das sind ja wohl keine Menge. Das sind ja wohl eher... Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockram auch mit. Was ist da nur los? Was ist das für ein Verrat, der da läuft? Muss ich euch alle umbringen? Ist es das, was ihr wollt? Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser! Hi, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Ja, ich weiß. Ja, kommt schon. Obenrum ist allemal sicherer. Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs. Ja. Aus dem Weg. Dein Ernst, willst du jetzt da nicht hoch? Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Wo gehen die hin? Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unsere Ernsthaftigkeit. Ziel verloren. Ach, verdammt. Ja, ich hatte gehofft, dass ich da oben lang komme, aber es war schon ein bisschen zu spät. Man hat auch wieder ein bisschen zu viel gezögert, der Herr Kollege. Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Der da runter. Na gut, dann hüpft halt runter. Über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. So, komm, jawohl. Hier sind wir wieder. Hier da, auseinander. Waren wir beim letzten Mal auch schon. Für die Gesandten des Königs. Aus dem Weg, Bastarde. Weg da. Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Genau, hoch. Bewegung. Das macht eigentlich wenig Sinn. Los. Da ist noch hier rüber zu gehen. Alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Na gut. Trotz unserer Waffen sind wir Ihnen zahlenmäßig unterlegen. Ja. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Überredungskunst, Geschwätz, ja. Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Verdammt. So, was nun? Wir gehen da rein. Oh, ich weiß nicht, ob ich da schnell hinterher käme. Wow. Na, das mal sehen. Die Karten, Commodore, sind bereit. Was nun? Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Ah, sie verteilen sich wieder. Nicht sehen lassen. Lass mich nicht sehen, ich bleib hier. Muss ich jetzt da rein? Ohne gesehen zu werden? Bin ich erstmal in einer denkbar ungünstigen Position. Das ist so blöd, da reinzulaufen. Haben sie den einen jetzt ausgesperrt? Fortinfiltrieren. Ohne gesehen zu werden. So, lassen wir den da oben erstmal weggehen. Okay. Jetzt mutig. Ja. Da hat er wieder ewig gebraucht, bis er was gemacht hat. Manchmal ist er echt ein bisschen lahmarschig. So, wir waren in diesem Fort bereits gewesen, als wir uns die Mühe machten, dort alles einzusacken, was es gibt. Dementsprechend wissen wir schon ungefähr, wo es hier einen Weg rein gibt. Wir müssen nur noch fähig sein, den auch zu nehmen. So. Ah ja. Darüber müssen wir. Da hoch. Dann gehen wir jetzt erst nochmal hier ans Fenster. Zu gucken. Genau, da ist nämlich einer. Den hauen wir erstmal weg. Aber hier hoch? Nö. Müssen wir aber auch nicht. Gehen hier drauf. Springen da rüber und gehen hier hoch. Kriegen wir den? Ja. Sehr gut. Krabbel, 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 bis wir den vor der Nase haben. Versprechen und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herren 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurde. Gott, sind das viele und die trainieren ja auch. und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, genau sowas. Die all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Faust, Burgen, nein, andere Orte in unseren Plantagengebieten. So, jetzt bin ich natürlich gut entkommen, jetzt findet er mich nicht mehr. Derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Ja, ist klar. Hoffentlich komme ich hier. Ja, ich komme hier halt nur bis zu dem Fenster. Dann muss ich hier wieder rein und wieder außen rum. Mist. Ist der da runtergefallen, der Depp. Das ist doch damals bläder Typ, du. Das ist ein saudämlicher Typ. So, ich habe da eine Idee, aber es kann sein, dass ich dafür ein bisschen zu weit weg bin. Steht da unten noch einer, aber ich nehme an, der kann mir egal sein. Ja, da unten hat es eine Glocke, die sollte ich sabotieren nach Möglichkeiten. So, hier ist natürlich die Hölle los. Leute, wo ist denn diese Glocke? Oder in der Mitte, da unten. Mutig. Hoppla. Okay. Dann verstecken wir uns jetzt hier im Brunnen. Frage, bringt das was? Ja, da kommt nämlich einer. Nochmal, bis der weg ist. Den müssen wir vielleicht erledigen. Ich weiß nicht, wie gut der bewacht ist. Wenn der weg ist. Ja, ist da jetzt wieder raus? Ja. Das war knapp. Mit denen da unten hatte ich nicht gerechnet. Ach, du Schande, ist da die Hölle los. Ja, doch, die kommen hier vorbei. Kann aber auch sein, dass hier nur... Nee, die kommen hier, glaube ich, offiziell vorbei. Können die jetzt auch mal ganz offiziell hier wieder abhauen. Scheiße! Nix Alarm. Ah, fuck, ich... Ja, jetzt hat er dekroniert. Ach, verdammt, ich stand auf den Kackpfeilen. Ich dachte, ich hätte die Bomben noch aktiviert. Warum stehe ich überhaupt auf diesen Berserkerpfeilen? Ich wollte die eigentlich schlafen legen. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Einer der genannten Piraten ich auch wieder auf. Oder vor dem 5. September im Jahre des Herren. Muss ich das jetzt wieder von vorne machen? Ich hasse es, Dinge von vorne machen zu müssen. Ich hasse es, wenn er nicht tut, was ich ihm sage. Oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jeglicher Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben. Erwartet unser herzliches Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurde. Und wir empfehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Faust, Burgen, anderer Orte in unseren Plantagengebieten und all unseren zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Gehen wir wieder auf Bomben. So, lass hier nochmal einen Moment schlafen. So. Hier hinten bin ich ganz gut geschützt, glaube ich. Der kann mich nicht sehen, ich bin hier unten versteckt, ja. Ah, da kommen die zwei. Der rennt weg. Es gibt's doch nicht. Wieso sieht der mich denn immer? Denken Sie, Alarmglocken läutet. Ja, ich raff das nicht. Wieso kann mich dieser Typ denn immer sehen, egal wo ich bin?